Hallo zusammen, wir sind hier wieder bei der Zuchtstätte von der Roschsteige mit den Mittelspitzen. Ich hatte euch ja versprochen, dass wir einen Zwölfteiler machen. Der erste Teil war ja unsere Zuchthunde. Dann haben wir ja unsere Zuchtstätte auch mit den Genehmigungsverfahren euch vorgestellt. Das könnt ihr da oben in der Infokarte nochmal nachlesen. Heute ist nun Teil 3 da, die Zuchtzulassung. Was ist nun eine Zuchtzulassung? Brauche ich die? Ich kann doch auch so einfach züchten. Naja, nehmen wir mal das Beispiel, ihr habt eine Hündin, der Nachbar hat eine Rüde, ihr macht einen Wurf und irgendwann kommen eure Welpenkäufer und sagen, mein Hund ist krank, die Operation müsst ihr zahlen. Das hat also auch eine rechtliche Seite, weil jeder Welpe ist eine Neuware und also eine Sache, ihr müsst 2 Jahre Gewährleistung geben. Mit der Zuchtzulassung habt ihr da eigentlich schon eine gute Handhabung, weil ihr habt die Gesundheitsuntersuchung gemacht, ihr habt das Gebäude, den Phänotyp untersucht. Also es ist eigentlich alles da, damit ihr euch rechtlich auch absichern könnt. Also fangen wir nun mit der Zuchtzulassung an. Als erstes kommt der Phänotyp. Phänotyp, das heißt, das ist der ganze Gebäude, also das Fell, Körper, was da alles zugehört. Das heißt, ihr müsst jetzt 2-mal auf Ausstellung gehen. Ein kleiner Tipp, geht erst auf eine kleine Clubschau, die sind nicht so laut, bevor ihr auf die großen KZIP geht. Natürlich müsst ihr gucken, dass es 2 Spezialzuchtrichter sind, wo ihr eure Zuchtzulassung macht. Auf die Ausstellung gehen wir genauer ein, das ist dann, wenn wir mit diesen 12 Teilen fertig sind, unsere neue Serie. Alles rund um die Ausstellung, da zeige ich euch auch Rindtraining und so, aber dazu kommen wir später. So, jetzt muss ich zur Ausstellung noch kurz was dazu tragen. Die Formwertnote SG gibt es erst ab der Jugendklasse, da sollte euer Hund mindestens 9 Monate vorher alt sein. Vor 9 Monaten könnt ihr gerne zum Ausstellen gehen zum Üben, aber für die Zuchtzulassung geht es definitiv erst, wenn der Hund 9 Monate alt ist. Also, wir sind jetzt zur Ausstellung gegangen. Bei der Saphira könnt ihr sehen, sie hat 2-mal auch ein V1 bekommen, gleich das BOB zusammen, also das ist jetzt nicht der Standard. Normalerweise, es reicht, wenn ihr 2-mal ein SG habt, sehr gut. Das heißt, der Spitz entspricht sehr gut dem deutschen Standard. Bevor ihr natürlich auf die Ausstellung geht, wäre es sinnvoll vorher zu gucken, sind die Zähne in Ordnung. Also es sollte möglichst ein Scherengebiss sein, dass alle 12 Schneidezähne, 6 oben, 6 unten da sind. Die Prämolaren, das sind die kleinen seitlichen Zähne nach dem Eckzahn, sollten auch fast vollständig sind, also wenn 1, 2 fehlen, ist das jetzt kein Weltuntergang. Wenn aber mehrere Zähne fehlen, ist das eigentlich auch schon wieder ein zuchtausschließender Grund. So, wenn ihr dann auf der Ausstellung gewesen seid, oder besagt auf der Ausstellung seid und ihr habt dann Spezialrichter vom Verein für Deutsche Spitze, dann lasst doch bitte gleich die Zahnstempel eintragen. Nein, das ist kein Stempel. Dann nimmt der Spezialrichter, schaut euren Hund nochmal genau in die Schnauze rein, guckt, ob alle Zähne da sind, trägt das hier auf der Ahnentafel ein. Und falls eurem Hund dann mal irgendein Unfall passiert oder irgendein Malheur passiert, dass ein Zahn auf einmal fehlt, könnt ihr dann dem Verein vorlegen, alle Zähne waren da. Dann könnt ihr auch das zweite Mal eure Zuchtzulassung machen, falls es dazwischen den 2 Ausstellungen passiert ist und dann funktioniert das trotzdem. So, was es auf der Ausstellung auch gibt, das ist eine Verhaltensüberprüfung. Das heißt, auch nach der Ausstellung kann man sich dann anmelden oder besser gesagt, sollte man sich rechtzeitig anmelden. Da wird nach dem Wesen nach dem Hund geguckt. Also ein Hund, der den Richter beißt, der bekommt keinen, der schafft das nicht. Also bissige Hunde sollen nicht in die Zucht gehen. Ist euer Hund aber so beeindruckt, dass er nur auf allen Vieren durch den Ring gekrochen ist, dann schafft ihr noch nicht mal das sehr gut von der Zuchtzulassung. Das heißt, der Hund sollte wesensfest sein und dann ist es aber in der Regel, klappt das eigentlich ganz gut mit dem Spitz, dann wird nochmal der Chip kontrolliert, dann bekommt ihr da auf dem Richterbericht dann eure Unterschrift, also da wird die Chipnummer extra aufgeschrieben, unterschrieben, dass es auch der richtige Hund war. Und damit haben wir das Thema Ausstellung, die 2 sehr gut mit der Verhaltensüberprüfung eigentlich schon hinter uns. Solltet ihr jetzt wegen irgendwas die Verhaltensüberprüfung nicht gemacht haben, ihr habt keine Zeit gehabt oder sonst was, könnt ihr auch gerne den Begleithundeprüfung ablegen. Das ist dann das Gleiche, das wird dann gleichwertig anerkannt. So, jetzt habe ich natürlich gesagt, die Ausstellung ist schon hinter uns. Was natürlich auch noch geguckt wird, passt die Farbe von eurem Hund. Also ich habe ja damals meine Kira gekauft. Allerdings war ich in ihre Schwester verliebt und wenn wir uns ihre Schwester Fanny da angucken,
Das ist eine absolute Fehlfarbe. Hätte ich diesen Hund damals gekauft, würde es heute keine Zuchtstätte von der Roßsteige geben. Habe ich damals allerdings gar nicht gewusst. Nur bei mir ist die Liebe auf unsere Kira gefallen. Und deswegen haben wir unsere Zuchtstätte. So, was noch ist, in der Rute darf kein Knick sein, also Knickruten sind verboten. Vorne am Kopf eine offene Fontanella ist natürlich auch Zucht ausschließen. Farben, ja, ich habe da mal einen schwarzen Hund, das ist der John Boy. Dann haben wir noch da den weißen Hund, das ist der Bookie Boo, das ist der Vater von John Boy. Und dann haben wir den Liam Antares, das ist jetzt zum Beispiel ein Halbbruder von John Boy. Aber auf die Genetik kommen wir später. Wichtig ist, ihr könnt im Verein für Deutsche Spitze den deutschen Standard nachlesen. Wichtig ist auch, dass euer Mittelspitz 35 cm hat er jetzt, plus minus 5 cm. Das heißt, der Mittelspitz geht jetzt von 30 bis 40 cm. Auch in diesem Rahmen sollte sich euer Hund bewegen, damit ihr euer sehr gut auf der Ausstellung bekommt. So, natürlich ist die Ausstellung jetzt nicht alles. Der Verein für Deutsche Spitze ist natürlich auch bemüht, dass erbliche Defekte ausgeschlossen werden. Also bei den kleineren Hunden sind die Kniescheiben, ihr wisst ja, da habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wenn so ein kleiner Hund so witzig auf drei Beinen hüpft, bis er wieder richtig laufen kann. Das ist jetzt nicht so witzig, weil dann ist die Kniescheibe nicht mehr in Ordnung. Das Ganze nennt sich dann Patellaluxationsuntersuchung. Wir sagen immer kurz PL. Da gibt es Formularzwang vom Verein für Deutsche Spitze und es gibt auch einen Tierarzt, eine Vorschrift, zu welchem Tierarzt gehen dürft. Das heißt, nicht jeder Tierarzt darf das machen, der muss eine spezielle Fortbildung gemacht haben. Aber auf der Seite von PBT-Tierärzten könnt ihr euch die Liste runterholen, ob euer Wunschtierarzt oder euer Tierarzt, den ihr sowieso schon habt, diese Fortbildung gemacht hat. Und da müsst ihr dann hingehen. Auch dieses Untersuchungsergebnis wird dann später vom Hauptzuchtwart hier in der Ahnentafel eingetragen. So, jetzt haben wir natürlich noch die Möglichkeit, die DNA. Also jeder Hund muss seine DNA hinterlegen, damit der Verein jederzeit nachkontrollieren kann, ob Vater und Mutter auch die richtigen Eltern zu diesem Welpen sind, den ihr irgendwann mal gekauft habt. Auch das ist natürlich eine rechtliche Absicherung. Einmal für uns, dass wir die richtigen Elterntiere haben, aber auch einmal für euch, falls ihr der Meinung seid, da passt was nicht. Das ist auch für uns eine rechtliche Absicherung, weil dann können wir genau nachweisen, dass Vater und Mutter, die getestet wurden, wo die Gesundheitsuntersuchungen gemacht wurden, auch stimmen, falls mal irgendwas sein sollte. So, die DNA, das ist jetzt das Formular, da kann man Vollblut einschicken, das heißt, eurem Hund wird Blut abgenommen, ihr nehmt die Ahnentafel mit zum Tierarzt, der Tierarzt kontrolliert, ob die Ahnentafel zu diesem Hund passt, man kann ja vorher die Daten vom Hund eintragen, der Tierarzt kontrolliert und dann wird das Blut mit dem Formular eingesendet nach Laboclin. Und dann kommt ihr, so nach ein, zwei Wochen in der Regel, bekommt ihr eure Urkunde zugesendet, damit wird das DNA auch hinterlegt. Vollblut ist dann sinnvoll, wenn ihr natürlich noch weitere Tests mit euren Hunden machen würdet. Es gibt dann andere Varietäten, da ist das ganz sinnvoll. Wir finden eigentlich, bei unseren Hunden passt das ganz gut. Wir lassen uns auch von der Farbe immer mehr überraschen. Ich muss jetzt nicht jeden Hund noch mit Blut testen, welche Farbe trägt er jetzt so genau. Kann man natürlich machen, aber ich finde es spannender, mir vorher das auszurechnen, welche Farben fallen würden. So, wir haben natürlich jetzt so eine Speichelprobe gemacht. Statt Vollblut haben wir dann einfach angekreuzt auf dem Formular Speichelprobe. Das war für den Hund sehr angenehm. Weggeschwörte Stäbchen ins Mund, einmal geschwind Speichelprobe genommen und auch dann wurde die mit dem Formular und der Kopie von der Ahnentafel eingetragen. So, auch diese Urkunde mit dem DNA-Nummer, die wir dann haben, wird dann auch vom Hauptzuchtwart, das wird dann da in der Ahnentafel eingetragen. So, natürlich lasse ich jetzt nicht jedes Formular einzeln eintragen vom Hauptzuchtwart, weil das wäre dann ein bisschen aufwendig. Also das heißt, ich sammle meine Unterlagen. Bitte behaltet die Originale. Das heißt, von einem Richterbericht mit Verhaltensüberprüfung macht ihr bitte eine Kopie. Von der DNA, von dem PL-Formular macht ihr eine Kopie, weil das Original von der PL ist ja sowieso schon beim VDH, besser beim Verein hinterlegt. Das heißt, wir haben jetzt die zwei Richterberichte, wir haben das DNA-Laboclean, wir haben die PL-Untersuchung, genau, die kopiert ihr. Dann nehmt ihr die Original-Ahnentafel, bitte ein nettes Anschreiben dabei, denkt dran, auch im Verein wird immer ehrenamtlich gearbeitet. Die Leute haben investiert eine Menge Zeit dafür, dass sie uns das machen. Natürlich kostet die Zuchtzulassung nur eine kleinere Gebühr.
schickt das bitte immer grundsätzlich per Einwurf einschreiben und bittet auch darum, dass es per Einwurf einschreiben zurückbekommt. Weil wenn Unterlagen mal verloren gehen, dann haftet die Deutsche Post dafür. So, denkt immer dran, die Hündin muss 15 Monate alt sein, vorher bekommt ihr keine Zuchtzulassung. Der Rüde da ist mit 12 Monaten schon zuchtfähig. So, das war's jetzt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Zuchtzulassung ist ein sehr, sehr trockenes Thema gewesen. Der nächste Teil wird ein bisschen interessanter, weil dann kommt die Läufigkeit der Hündin und die Auswahl des richtigen Deckrüdens. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist dann Teil 4. Also dann, freut mich, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Video schauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar, Daumen nach oben und gerne auch den Kanal abonnieren. Danke!